Heute haben wir was ganz Spezielles mal ausnahmsweise für euch. Das ist die Wall of Corsair, wie ich es nenne. Kein normaler Mensch hat dafür Platz. Etwas pornös. Und dann am Ende kommt dann sowas bei raus. Und genau darum geht's heute bei uns. Das da. Das ist nicht nur irgendein Monster. Das ist das krankeste Monster, was ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Und es ist auch nicht nur ein PC, es sind auch zwei PCs, für das mein ganzes Atomkraftwerk braucht, um es zu betreiben in Vorleistung. Und warum man sich sowas antun und haben will, das gehen wir mal durch, oder? Was sagst du? Jawohl. Das hier ist ein Corsair 1000D Gehäuse. Sehr cool, wiegt eine Tonne, also nur so zwischen 40 und 50 Kilo. Passt jede Menge rein, ist großartig. Platz ohne Ende, Kabelmanagement, das ist so der Traum, den man sich bestellen kann. So, Glastüren, Smoked Glass. Holy Macaroni, das ist so das RGB-igste aller RGB-igen großartigen Teile. Kostenpunkt, so um die 10.400 Euro im Moment. Warum? Nur Premium-Komponenten sind verbaut. Wir haben von Corsair quasi alles, außer die Grafikkarte, Prozessor, Mainboard, sogar die Fittings sind von Corsair. Da ist überall nur Platinum und Premium drauf. Wo fange ich an? Die Hydro-Series, die Hydro-X-Series, eine der besten Wasserkühlungen überhaupt. 1 TB M.2, nochmal 2 TB M.2. Wir haben 64 GB RAM Corsair Platinum und das Ganze nochmal. Und wir haben 1600 Watt Corsair-Netzteil und wir haben den Ryzen 9 3900X und wir haben den Threadripper drin. Überwältigend, nennen wir es überwältigend. Die Lüfter, die Fittings, jedes einzelne Fittings, das Kabelkit. Wir haben ein eigenes Kabelkit, um das Ganze so schön aussehen zu lassen. Dominator Platinum-Rahmen. Wir haben die Ausgleichsbehälter. Wir haben die CPU-Platten. Wir haben die Radiatoren von Corsair. Auch nochmal die ganz großen zwei Stück hier. Wir haben sogar die M.2 von Corsair. Wir haben das Netzteil zweimal von Corsair. Wir haben einen Rechner, der hat 48 Threads, 24 Kerne. Wir haben vom Übertakten her so gut wie nichts gemacht. Wir haben Auto-OC eingelassen und da läuft der bei ungefähr 4 GHz durch. Gen Himmel. Wahnsinn. Kühlung. Temperaturen, alles einfach nur kühl. Zwischen 50 Grad, ich meine hier, wir haben ja Raumtemperatur, die nicht immer gleich ist. Zwischen 20, 28 Grad und das Ding wird nie wärmer als 60 Grad. Nicht mehr unter Volllast, nicht mehr unter Premiere-Arbeit. Wahnsinn. Wir haben hier Custom-Kühlblöcke, alles von Mindfactory nochmal schön gebrandet eben. Wunderschön. Der Rechner beinhaltet natürlich das Neueste an Grafikgenerationen, was es im Moment gibt. Und zwar die 2080 Ti. Von Palit, 11 GB Version, ist toll, ist super schnell. Der RAM 3200 MHz, CL15, aber die Leute, die sich so ein System kaufen und die gerade gesehen haben, was da drin ist, die werden natürlich wissen, dass diese ganzen Komponenten super schnell sind und dominieren. Was wir euch aber zeigen, wie gut die Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Das ganze System verbraucht weniger Strom, als man denkt, auch wenn wir 1600 Watt Netzteil verbaut haben und ein etwas schwächeres Netzteil. Wir haben jeweils zwei Kühlkreisläufe mit der Hydro X Serie. Einen Kreislauf mit dem vorderen massiven Radiator, der betreibt das Minisystem mit der 2080 Ti. Der zweite große Radiator mit den kleinen hier oben zur Unterstützung betreibt den Threadripper. Beide Systeme werden nicht heiß. Beide Systeme sind ultra schnell. Wir haben einmal ein System mit 64 GB RAM, einmal eins mit 32 GB RAM, zweimal eine 2080 Ti. Wir haben verbaut dazu natürlich den R9 3960X. Ich wusste doch, diese Bezeichnungen gehen einem aber auch schlecht von der Hand. Preis-Leistungs-Hit. Intel konnte da leider nicht mehr mithalten mittlerweile. Und natürlich den kleinen schwächeren 3900. Erstmal, für wen ist das Ganze gedacht? Am sinnvollsten ist dieser Rechner mit der kleinen Architektur und der großen Architektur dafür, für Menschen, die professionell und produktiv arbeiten wollen, was natürlich möglich ist. Man hat zwei Systeme. Eins, das eigentlich für jeden Heimanwender auch schon reichen würde, um produktiv und professionell zu arbeiten, aber eins, das seine Stärken ausspielt bei Rendering, Spieleanforderungen, Multithreading, bei Cut-Anwendungen, allem, was sehr viel Leistung und viele Kerne braucht, da scheint das System und natürlich jedem, der ein bisschen angeben will. Darauf CSGO zu zocken mit 2 Milliarden FPS ist natürlich auch nicht so schlecht. Und unten hat man dann das etwas schwächere System, das immer laufen kann, um Standard-Tasks
Verschiebungen, Nasslaufwerke einbinden, Streaming, OBS, halt alles, was so der produktive Mensch im Alltag nebenbei braucht an Produktivität, aber seinen Hauptrechner nicht belasten will damit. Deshalb zwei unabhängige, voneinander existierende Rechnerkreisläufe, die beide sehr viel leisten können. Beides sind natürlich auch Gaming-PCs, also auch für Leute, die zusammen zum Beispiel eine kleine LAN-Party im Haus haben wollen. Zwei Rechner in einem, zack, schnell angesteckt, geht auch. Das Ganze ist natürlich ein Prestige- und Premium-Objekt, sonst wären natürlich nicht alle Fittings und alles schön von Mindfactory aufeinander abgestimmt und das Ganze so sauber verarbeitet. Die LEDs und natürlich auch IQ. IQ ist auch sehr wichtig in dem Bezug, weil Corsair hat hinten sehr viele Controller verbaut, um Pumpensteuerung, Lichter, die Beleuchtung, die RGB-Farben, alle Module, die IQ unterstützen, aufeinander abstimmen zu können. Das ist ein Hingucker und das soll auch so sein. Es gibt natürlich tonnenweise Möglichkeiten, das Ganze zu beleuchten. Ich klicke jetzt nur mal einige durch. Für Showcasing, ne? Die Corsair Lüfter, die verbaut sind, die LL120 und natürlich die LL140, sind zwei Modelle, die sind super. Erstens haben sie ein tolles Profil, was Luftdurchfluss und Luftdruck angeht. Zweitens sind sie nicht besonders laut, die laufen ja meistens gar nicht unter Volllast. Ist ja kaum hörbar im Endeffekt im Normalbetrieb. Wir fordern das Gerät natürlich meistens ein bisschen. Und natürlich wunderschön ist die Leuchtkraft der einzelnen Komponenten und die Abstimmung der Lüfterkomponenten auf bestehende Komponenten wie den RAM in diesem Fall, die Backplate, die Beleuchtung des CPU-Sockets allein schon und natürlich der Pumpen ist wunderbar. Kompatibel ohne Ende, skalierbar ohne Ende, steuerbar ohne Ende mit genug Controller-Steuerung hinten dran, kann man damit rumspielen. Und genau das haben wir natürlich auch gemacht und ein bisschen ausprobiert. So sehen die Dinge bei uns aus, Commander Pro. Das kannst du alle linken, alles im Griff, alles schnell einstellbar, ob es jetzt Lüfterkurven, Lüfterprofile sind, ob es spezielle Sachen sind, die man festlegen will, weil eben ist schön, wenn man selber Kontrolle darüber hat, wann tun die Lüfter bei welcher Temperatur ansprechen, was kann ich machen, um die Pumpstärke zu verringern oder zu verstärken, wie setze ich meine optimalen OC-Profile. Es ist natürlich toll. Alles in einem Haus, alles verlinkt mit Corsair Link. Festplatten-Performance ist außer Frage. Jeder, der weiß, wie schnell die M.2s heutzutage sind, weiß, dass Corsair da auch sehr gut vorlegt. Werte und Zahlen blenden wir wie immer ein. Genaue Benchmark-Ergebnisse variieren. Wir haben zum Beispiel Cinebench durchlaufen lassen, falls ihr es vorhin gesehen habt, da gehen über 13.000, fast 14.000 Punkte und das ohne wirkliches Overclocking. Also der RAM ist natürlich mit CL15 auch verdammt schnell und das merkt man auch, 3200 MHz. Schön ist auch in diesem Set vor allem Corsair Custom Sleeves an allen Kabeln, um die schön zu verlängern und das Kabelmanagement auf der Rückseite richtig zu machen. Kabelmanagement ist auch schon das Stichwort. Bei so einem Rechner wird es schon mal schnell unübersichtlich. Schön, dass dieses Gehäuse Klappen bietet auf der Rückseite, mit dem man die Kabel schön verlegen kann, mit dem man das Ganze auch schön strukturieren kann und natürlich auch die Commander-Brücken, diese 6-Kanal-Brücken für die Lichter und die Lüfter schön verlegen und einbauen kann. Das ist aber auch wichtig. Fittings, die gut aussehen. Corsair liefert da auch. Die sind auch dicht. Die haben den Transport zu uns heil überstanden und werden den Transport auch voll befüllt zurück heil überstehen. Wahnsinn, das System wurde so geliefert und wird genauso wieder abgeholt. Und natürlich braucht man High-Performance-Flüssigkeit, die das Ganze auch bedient. Was haben wir hier? Ah, die XL5. Die hält minus 8 Grad aus und die kannst du 2 Jahre im System lassen. Das ist auch wichtig. Clear in diesem Fall, dass man auch mehr von der Beleuchtung sieht und nicht abgelenkt ist von der Farbe der Wasserflüssigkeit. Für alle Benchmark-Verliebten, hier gibt es natürlich wieder mal ein paar Ergebnisse, dass man auch sieht, was das Ding in echter Performance leisten kann. Hier übers Video drüber geblendet. Da ist echt kein Wunsch mehr, der offen bleibt. Das ist State of the Art. In diesem Gerät, würde ich sagen, ist der Preis auch wirklich gerechtfertigt. Mit diesem System schlagt ihr so manche Server in der Performance. Deshalb wollten wir euch dieses System vorstellen in diesem Video. Es ist eine rundum runde Sache und wer sich sowas selbst gönnen möchte, der kann sich das Ganze zusammenbauen lassen. Mindfactory hat einen Montageservice. Das heißt, ihr sucht euch einfach alle Teile in den Warenkorb raus, kostet 150 Euro und das System wird euch zusammengebaut. Komplett. Tutti frutti, auch mit Wasserkühlung, Loops und allem, wird komplett zusammengesetzt. Betriebssystem wird aufgesetzt, Windows oder auch nicht. Könnt ihr euch aussuchen. Dann wird als nächstes überprüft, ob alles richtig funktioniert, die Komponenten gut aufeinander abgespielt sind und dann wird das ganze Zeug schon zu euch verschifft. Das heißt, ihr habt nochmal eine komplette Qualitätskontrolle. Es kostet nur 150 Euro und ihr könnt das Ding anstecken und läuft. Alle Treiber werden vorinstalliert. Damit wird natürlich auch garantiert, dass der Rechner, den ihr kauft, dass der zu 100% funktioniert und dann wird es zu euch versendet. Aber ohne das da hinten, ohne die ganzen Kartons. Die bleiben zurück. Die könnt ihr auf Wunsch natürlich auch geliefert bekommen, aber normalerweise bleiben die zurück. Ihr bekommt aber alle Einzelteile
die da mit drin wären, in diesen Kartons, die noch übrig sind, die bekommt ihr natürlich mit nach Hause geliefert. Der Montageservice beinhaltet natürlich auch BIOS-Aktualisierungen, Aktualisierungen der neuesten Software, die wird vom CD aufgespielt, zack, zack, zack. Das war's aus diesem Video. Wenn ihr Interesse habt an solchen schönen Geräten, schaut doch einfach auf Mindfactory mal vorbei, falls ihr die Komponenten aus diesem System oder diesem Video haben möchtet. Und in den nächsten Videos geht's weiter. Vielleicht interessiert euch ja, wie funktioniert die Hydro X Series oder wie sieht's aus mit Benchmark-Ergebnissen im Vergleich von den neuen Ryzen-Prozessoren. Also lasst euch überraschen, was da als nächstes noch auf euch zukommt. Und wenn euch das schon gefallen hat, dann sucht doch ein bisschen Hardware und Technik. Das machen wir auch gerne einfach mal so. Das war's aus diesem Video. Wenn euch das Teil gefallen hat, könnt ihr ja weiter gucken in dieser Serie. Da gibt's noch ein paar Informationen, die euch vielleicht interessieren könnten. Sonst frohes Shoppen, viel Spaß, haut rein. Das war's von uns.